Durchbruch bei den Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen nach dem erfolgreichen Abschluss der Sondierungsgespräche Verhandlungen über die Fortsetzung der Großen Koalition aufnehmen. Die CDU hat dieses Papier, diese Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen, an denen viele mitgewirkt haben. Wir haben uns auf ein breites Fundament unserer Vertreter gestützt, einstimmig gebilligt. Und wir empfehlen damit also auch Koalitionsverhandlungen zum Zwecke der Bildung einer stabilen Regierung aufzunehmen. Auch SPD-Chef Martin Schulz kündigt nach den Marathonsondierungen an, er werde den SPD-Vorstand bitten, dem Parteitag am 21. Januar die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union zu empfehlen. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer zeigt sich indes über den Verlauf der fünftägigen Sondierungsgespräche erfreut. Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gezeigt, dass Politik Sondierung kann. In einer ungewöhnlich kurzen Zeit, in einer sehr effizienten Zusammenarbeit und ohne öffentliche Selbstbeschäftigung. CDU, CSU und SPD verständigen sich unter anderem auf eine Obergrenze beim Zuzug von Zuwanderern sowie auf die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.